Hallo, herzlich willkommen zu meiner Serie Pferdefreundliches Verladen und sicheres Fahren. Diese Serie habe ich in Zusammenarbeit mit Claudia Beborny. Wir stellen sie gleich nochmal ausführlich vor, erstellt. Und ich möchte aber, bevor ich mit Claudia starte, euch einmal den Hintergrund schildern, warum ich momentan mit diesem Thema mich so sehr beschäftige und warum ich Kontakt zu Claudia aufgenommen habe, einen Hilferuf nach Österreich geschickt habe, weil ich hier an einem Punkt gekommen bin, wo ich wirklich ja, Hilfe brauchte, Unterstützung brauchte. Und ich erzähle euch einmal ein bisschen die Hintergrundgeschichte. Und zwar geht es um unseren Nico. Der ein oder andere wird Nico vielleicht sogar schon kennen. Wir haben Nico für Wege zum Pferd, die ersten Schritte in seiner Ausbildung begleitet. Petra ist die Besitzerin gemeinsam mit ihrer Tochter Alex. Und ich kenne die beiden schon sehr, sehr lange, mit Petra schon bestimmt 20 Jahre plus minus. Ganz genau kann ich es jetzt nicht sagen. Und Alex kenne ich eben auch, ihre Tochter, als sie noch ein kleines Mädchen war. Und mit Petra bin ich sehr gut befreundet. Sie hatte schon ihr erstes Pferd bei mir auf dem Hof stehen. Und als sie dann Nico gekauft hat, hat sie ihn auch bei mir eingestellt, als ich meinen Hof noch hatte. Und ich habe ihn abgeholt vom Züchter und durfte die gesamte Zeit begleiten, die Grundausbildung begleiten. Das haben wir für Wege zum Pferd auch dokumentiert. Und die beiden, beziehungsweise die drei, sind auch im Klickerkurs ganz viel zu sehen. Und ja, also wer das ein bisschen von uns kennt, der wird auf jeden Fall Nico und Petra und Alex schon kennen. Ja, als ich meinen Hof verkauft habe, ist Nico ja umgezogen in einen anderen Stall. Und auch da habe ich Nico hingefahren. Also wenn Nico irgendwie transportiert werden musste, habe ich ihn gefahren. Wir haben Verladetraining gemacht. Nico wurde immer mit positiver Verstärkung ausgebildet. Er hatte immer ein Mitspracherecht. Wenn er Nein gesagt hat, haben wir immer versucht, Wege zu finden, wie wir ihn doch ins Jahr bringen können. Also Freiwilligkeit, Pferdefreundlichkeit, das waren Petra, Alex und auch mir immer super wichtig. Und ja, das hat auch einfach zu einem traumhaft schönen Ergebnis geführt. Hier stelle ich euch die drei nochmal eben vor. Links ist meine Freundin Petra, in der Mitte der Nico und rechts Alex, die Tochter, mittlerweile eine erwachsene Frau. Unten auf Wege zum Pferd im Link, ich verlinke euch das aber auch noch unter dem Video, könnt ihr den Anfang von Nico euch gerne einmal anschauen. Ja, das war seine Ankunft. Da kam er bei mir auf dem Hof an. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her. Ihr seht, verladen war immer präsent in unserem Leben, aber eigentlich nie ein Thema. Das hat Nico immer alles super gemeistert und super gemacht. Und damit ihr euch einen kleinen Einblick mal davon machen könnt, was für eine traumhaft schöne Beziehung die drei zueinander haben, wie harmonisch und wunderschön das abläuft bei denen, dazu habe ich euch einen kleinen Film mal zusammengeschnibbelt. Hier seht ihr, wie Petra Nico nur auf Fingerzeig noch zurückschicken kann oder auch einladen kann, rückwärts mit ihr zu gehen. In der Freiarbeit, ohne Longe, dass sie ihn wirklich ja auch da in schöner Haltung, Bahnfiguren laufen, rein über Körpersprache. Nico ist ein Klickerpferd, also er wurde immer mit positiver Verstärkung auf Freiwilligkeit ausgebildet. Hier lädt Alex Nico ein, ne, zu ihr zu kommen, damit sie dann schön von der Bande sich auf seinen Rücken platzieren darf. Und es ist immer so schön zu sehen, wie gut gelaunt, motiviert alle Beteiligten bei der Sache sind. Also es ist wirklich für mich eine so schöne, vorbildliche, ne? Reiten nur mit Halsring oder nur mit zwei Gerten ohne Kopfstück. Auch das Verladen wurde halt immer wieder positiv aufgebaut. Und dann sind wir hier in der Klinik, weil jetzt kommt halt der nicht so tolle Teil der Geschichte. Nico hat eine Krankheit, er hat eine Vereiterung des Luftsackes. Und
Diese Vereiterung muss rausgespült werden. Und das geht halt leider nur in der Klinik. Und wir sind dann das erste Mal zu einer Klinik gefahren. Auch hier, ich habe mir überhaupt keine Sorgen gemacht, dass Nico nicht auf dem Anhänger ge geht. Ich war da tiefenentspannt und ne, ich wusste ja, dass einfach er zu allem Ja sagt, dass er immer Vertrauen zu seinen Menschen hat. Und so war es denn auch. Wir haben Nico eingeladen, er ist zur Klinik gefahren, er hat es super gemacht. Er stand wie eine Eins im Hänger, als wir angekommen sind. Der war trocken, der Hänger war innen heil, alles war super. Er musste dann das erste Mal 3 Tage in dieser Klinik bleiben und diese Klinik war leider ziemlich gruselig für Nico. Er musste wegen dieser Vereiterung im Luftsack in einer Quarantänebox stehen. Das war wirklich so ein kleiner Verschlag weit weg, keine anderen Pferde in Sichtweite. Und die Behandlung war natürlich auch schmerzhaft mit Sedierung und ja, auch natürlich ein ganz anderer Umgang. Also ich denke, dass Nico da schon doch ein kleines Trauma erlitten hat. Das war mit Sicherheit für ihn ein, ja, kein schönes Erlebnis. Wir haben ihn dann nach 3 Tagen abgeholt und auch da ist er super brav mit uns auf den Hänger gegangen. Wir haben uns dann immer wirklich auch sehr erschrocken, wie er aussah. Er war wirklich nur noch die Hälfte von dem, was wir hingebracht haben, war total aufgezogen. Er hatte schon sichtbar Kummer und Stress, aber er ist brav in den Hänger gegangen. Nur die Rückfahrt gestaltete sich dann komplett anders als alle anderen Fahrten. Er fing dann auf der Rückfahrt an, sehr zu randalieren. Er hat sich also immer hin und her geworfen, vor und zurück. Ja, also man merkte es vorne im Auto deutlich, dass wir sehr geschaukelt wurden und das war schon ziemlich gruselig. Also ich habe ja nun wirklich viel Erfahrung damit, Pferde zu transportieren. Und es war schon so, dass ich gesagt habe, puh, das ist aber schon echt puh. Nicht so, dass ich mich noch gut fühle und ja. Hat mir schon echt Angst gemacht, aber wir sind immerhin noch gut nach Hause gekommen. Als wir ihn dann ausgeladen haben, war er wirklich klitschnass. Er hatte vorne den ganzen Schaumstoff, der um die Stangen vorne ist, um die Brust zu schützen, hatte er komplett zerpflückt. Und als wir ihn abgeladen haben, war er auch wirklich sehr, sehr außer sich. Das hat sich aber nach ein paar Tagen alles wieder gegeben. Er war wieder super gut drauf. Petra und Alex haben wieder verladen geübt. Er ist auch wieder super auf den Hänger gegangen. Also eigentlich soweit alles nicht so dramatisch. Dann mussten wir wieder in die Klinik und diesmal hieß es, er müsste 5 Tage in der Klinik bleiben. Wir sind dann aber in eine andere Klinik gefahren, da jetzt auch sicher war, dass da keine ansteckenden Bakterien beteiligt sind, musste er auch nicht in Quarantäne stehen. Er konnte also im Stalltrakt stehen, wo er Sichtkontakt zu anderen Pferden hatte. Und dort wurde er dann halt auch regelmäßig gespült. Und nach 5 Tagen durften wir ihn wieder abholen. Er war insgesamt im Zustand deutlich besser drauf. Petra und Alex haben ihn jeden Tag besucht, jeden Tag da mit ihm gearbeitet, gespielt. Also eigentlich ging es ihm dort besser. Ich habe eigentlich ganz entspannt die Klappe aufgemacht und habe eigentlich spaßeshalber gesagt, den können wir vom Strick losmachen. Der galoppiert auf dem Hänger und sagt, bring mich bloß nach Hause. Aber dem war leider dann nicht so. Auf einmal sagte Nico, nein, ich gehe nicht in diesen Hänger. Stattdessen hat er sich tatsächlich losgerissen, ist uns davongelaufen. Wir mussten ihn wieder einsammeln. Also es war wirklich was, wo wir gesagt haben, ups, was ist denn hier los? Also unser Nico, der immer alles so brav macht und ne, was ist denn auf einmal jetzt hier passiert? Wir wollten dann nicht viel Stress machen, wir wollten nicht viel Druck machen, deswegen haben wir ihn sediert und haben ihn dann auch sediert relativ gut verladen bekommen. Auf der Heimfahrt hat die Sedierung dann nachgelassen. Die Heimfahrt hat circa 1 Stunde gedauert, ein bisschen länger. Und ungefähr nach 30 Minuten wachte Nico also auf und fing dann an, fürchterlich im Hänger zu randalieren. Also noch deutlich stärker als bei der letzten Fahrt. So dass ich wirklich ja, leichte Panikattacken als Fahrerin bekommen habe, weil ich dachte, oh Gott, der schmeißt uns den Hänger um. Ich habe wirklich schon überlegt, muss ich irgendwie anhalten, abfahren, auf die Raststätte. Zum Glück war die Autobahn dann auch, dass wir abfahren konnten, dass wir also eh auf die Landstraße mussten, sind dann auf die Landstraße. Ich bin halt vorsichtig weitergefahren.
Aber es war wirklich richtig schlimm. Und auch als wir dann endlich dann doch irgendwie zu Hause gelandet sind, war Nico völlig fertig. Also klitschnass, wieder alles auseinandergenommen. Und danach am nächsten Tag sagte er dann auch, ich gehe nicht mehr auf den Hänger. Ja, wir haben uns also diese gesamte Verladesituation komplett vergiftet durch diese negativen Erlebnisse, durch, ne, die Angst, die Schmerzen, die Nico halt dann jetzt mit dem Verladen und mit dem Transportieren verknüpft hat. Und zum Glück waren ja immer zwischen den Klinikterminen, es hieß auch, wir müssen noch regelmäßig weiter in die Klinik fahren, weil er immer wieder gespült werden muss, bis wirklich dieser Luftsack wieder tippitoppi hergestellt ist. Und so wurden wir schon darauf vorbereitet, dass wir in regelmäßigen Abständen erstmal wöchentlich, dann zweiwöchentlich wieder in die Klinik müssen. Und Petra und mir und Alex stand einfach nur der Angstschweiß auf der Stirn. Wie sollen wir denn das schaffen? Und dass wir keinen Unfall bauen und dass Nico weiter mit guten Gefühlen auf den Hänger geht. Die haben immer wieder zwischendurch Verladen geübt und es auch immer wieder hinbekommen mit rein positiver Verstärkung, dass dann Nico doch wieder draufgegangen ist. Aber dieser Vertrauensbruch war wirklich sehr, sehr deutlich zu merken, dass, ja, dass sich alles für Nico jetzt überhaupt nicht mehr gut anfühlte. Und ja, das war halt der Punkt, warum ich dann Claudia um Hilfe gerufen habe, da Claudia professionell Pferde transportiert. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Und sie einfach da super viel Erfahrung hat und ich sie als einfach ganz tolle Pferdefrau, sehr kompetent kennengelernt habe immer. Deswegen habe ich dann halt Claudia um SMS gefunkt und habe sie gefragt, was kann ich tun, wenn das Pferd während der Fahrt anfängt zu randalieren? Was mache ich, wenn das? Daraus ist dieses Gespräch entstanden und darum geht es in dieser Serie. Und jetzt stelle ich euch erstmal die liebe Claudia vor, beziehungsweise sie stellt sich euch einmal selber vor. Hallo, liebe Claudia, schön, dass du da bist. Hallo Babette, ich freue mich, dich zu sehen. Ich mich auch. Es ist schon viel zu lange her, dass wir uns in echt Ja, gesehen in haben. echt, genau. Ja, aber wir hoffen mal irgendwann mal wieder, ne, dass ich dann mal wieder zu dir kommen kann. Genau. Ja. Ich habe dich gefragt, weil, ne, wir kennen uns ja schon recht lange, dazu erzählen wir gleich auch noch ein bisschen was, aber immer wenn ich irgendwie Sorgen habe, mit dem Pferd beim Verladen oder auf dem Hänger stehen, dann, ne, Claudia, hilf, hilf. Deswegen dachte ich, frage ich dich einfach mal, ob du Lust hast für ein gemeinsames Gespräch über das Thema Verladen, Pferdeanhänger fahren. Es ist ja für mich echt so echt eines der absoluten Hassthemen. Aber man kommt ja nicht dran vorbei, nützt ja nichts. Irgendwie müssen die Pferdis zu mir zum Kurs kommen. Meine Pferde müssen ab und zu von A nach B transportiert werden. Manchmal transportiere ich das Pferd einer guten Freundin. Ja, da treibt es einem schon den Schweiß auf die Stirn. Manches Mal, es kann ja auch ganz entspannt sein, wie bei meinem Buddy, der ist ja total cool. 1 Meter Shetty, da sage ich, geh rein, dann geht der rein und steht wieder eins. Ne? Und so macht das Ja. auch Spaß. Aber das ist ja leider nicht immer so. Das wäre ja cool. Bevor wir uns aber hier festquatschen, ich möchte gern erstmal, dass du dich einmal vorstellst dazu. Hallo, ich bin die Claudia Bobornik und ich wohne im schönen Niederösterreich und ich bin seit knapp 40 Jahren mit Pferden zusammen und ich durfte die Babette 2009 kennenlernen und mir hat die Arbeit mit ihr und mit den Pferden sehr gut gefallen und habe dadurch sehr viel gelernt und ja, und dann bin ich zum Pferdetransport gekommen. Also ich habe meine Pferde ja immer auch schon selber transportiert. Und ja, das für andere anzubieten, das kam dann eigentlich aus dem heraus, dass ich ja früher meine Pferde auch von jemand anders transportieren müssen, lassen müssen oder wie man sagt. Und das hat mich auch immer sehr gestresst. Ja. Und ich glaube, das ist das Thema gewesen, wo ich gesagt habe, ich glaube, ich kann den Leuten gut helfen und sie in der Situation gut abholen, weil ich das sehr gut nachempfinden kann, wie es den Menschen dabei geht. Ja. Wenn man schon weiß, okay, Pferd muss auf Klinik oder ich fahre zum Kurs oder egal, das Pferd muss am Hänger und muss fahren. Ja. Und das birgt schon mal riesen Stresspotenzial von A bis Z, ja.
Und das mache ich jetzt seit 3 Jahren. Und ja, also ich verlade eben sehr, sehr pferdefreundlich und nur mit Futter und ohne Gerte. Ich habe nicht mal eine im Auto. Und das Einzige, was ich dabei habe, ist so ein Gurt, also keine Longe, wie man es halt im herkömmlichen Sinne kennt, ja, dass man Pferde mit Longen irgendwie hineinzwingt in den Hänger, und den Gurt, den verwende ich auch nur, wenn die Pferde sediert werden, ja, dass die ein bisschen Halt kriegen. Und da sage ich auch immer, das wird homöopathisch dosiert eingeleitet, dass die den nur mal am Körper spüren, bevor da wirklich dann ein bisschen Druck kommt, dass das Pferd jetzt nicht irgendwie aus dem Hänger dann rausfällt oder so durch die Sedierung. Spannend finde ich halt auch, dass du ja nicht nur Pferde transportierst, sondern auch ich schon ganz viele lustige Bilder von dir gesehen habe. Schweine, was waren denn noch so für exotische Tiere dabei, die du von A nach B transportiert hast? Ja, genau. Also ich finde auch die Schweine zu verladen auch sehr spannend, weil im Grunde das funktioniert wie mit den Pferden. Nur sind die natürlich jetzt nicht am Halfter und am Strickerl, sondern die muss man halt ein bisschen treiben. Aber von der Energie her, die zu treiben, sage ich jetzt mal, ist es doch sehr ähnlich der Pferdearbeit. Ja? Weil ich kann ja mit meinem Körper allein auch schon Druck ausüben, ne? Wenn ich näher komme, ne? Und wenn ich weggehe, Druck wegnehmen. Und da haben wir wirklich schon lustige Erlebnisse gehabt beim Schweintal verladen. Ja, Ja, du hattest ja das eben schon muss. gesagt, wir kennen uns schon seit 2009, haben ganz viele Kurse zusammen gemacht. Du hast sie organisiert und ich habe dann, ne, und ja, daher kennen wir uns. Und da hat sich, wie ich hoffentlich sagen darf, doch auch eine schöne Freundschaft entwickelt. Und Ja. ja, und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt über dieses Thema zusammen sprechen. Ja, das freut mich auch sehr. So, ich habe ein paar Fragen vorbereitet Ja. und die würde ich gerne mit dir einmal zusammen durchgehen. Sehr gerne. Also, was sollte man bei der Wahl des Anhängers beachten? Also, ich würde als erstes, wenn ich jetzt Privatperson bin, muss ich mir überlegen, was habe ich für ein Pferd, wie groß ist das Pferd, wie schwer ist das Pferd, brauche ich einen Doppelhänger, brauche ich einen eineinhalb Hänger, da gibt es ja viele, viele Modelle, und ja, es wird viel angeboten. Ich würde dazu die Händler gehen und vergleichen und vielleicht auch die Modelle. Ich glaube, es ist möglich, dass man die Probe fährt auch, ja, dass man ein Gefühl kriegt, wie läuft er hinter dem Auto hinterher. Ja, was ich halt sehr toll finde bei der Wahl des Anhängers, ist der Frontausstieg. Also das ist mein absoluter Favorit, und ich bin sehr happy, dass ich mich für so ein Modell entschieden habe. Meiner hat ja sogar noch ein Rampe-Tür-System. Ja, dann kann man sich aussuchen, benutzt man die Rampe oder laden wir die Pferde mit einer Stufe ein. Das habe Ja. ich halt auch schon gehört, dass viele Pferde tatsächlich lieber einsteigen, wenn sie eine Stufe Ja. hochgehen, anstatt über die Ja. Rampe zu Ja. gehen. Ja. Das fand ich auch sehr spannend, weil ich habe noch Genau. nie mit einer Stufe verladen. Ich kenne eigentlich nur Rampe. Ja. War das für mich eine ganz neue Info. Aber das habe ich schon, hat mir die liebe Therese aus der USA erzählt, dass da eigentlich nur mit Die haben ja Stufe. nur Die solche in haben den nur USA. Stufe, ne? Genau, Und dass die die Pferde haben da keine viel Rampen. besser einsteigen. Ja. Das ist natürlich auch eine ganz spannende Info. Ich habe bei dieser Frage mit eineinhalb oder zweier Hänger, Freunde von mir überlegt da eben auch gerade. Beim einhalber habe ich so ein bisschen die Sorge, ob der etwas instabiler ist, ob der schneller ins kommt, weil der hat ja dann nicht diese breite Auflagefläche. Da hätte ich so ein bisschen Schiss, dass der schneller mal ne, sich auf die Seite legt, wenn das Pferd da irgendwie komische Sachen macht oder vielleicht mal ein Springern gerät oder so. Weißt du da was drüber? Nein, aber ich glaube, ich hätte die gleiche Besorgnis, ja. Also wenn das Pferd ruhig steht, ist ja meistens kein Thema, ja. Und wenn man die Geschwindigkeit hält.
Aber wenn die unruhig werden, ich habe mal ein Pferd am Hänger gehabt, die hat gewebt. Ja. Mit einer fürchterlichen Schön. Geschwindigkeit, ja. Und Auto schön mittanzen. Ja, ja. Aber das Auto, nein, es ist stabil geblieben. Ja, es ist gar nichts passiert, aber ich habe trotzdem die Geschwindigkeit reduziert. Ja. Weil ich diese Sorge hatte, dass das passieren kann. Mhm. Ja. Aber natürlich, ne, das hängt vom Gewicht natürlich auch zusammen. Ne, was hat das Zugfahrzeug? Wie schwer ist das? Ich hätte immer Sorge, wenn das Zugfahrzeug zu leicht ist, dass sowas schneller passieren kann. Ja, ja, weil das auf jeden Fall. Weil das Auto das nicht abfangen kann. Ja. Ja. Was ich halt auch noch wichtig finde, man leiht sich ja auch oft Hänger aus, ne? Mhm. Auch bei Freunden, Bekannten. Und wenn man geht ja eigentlich davon aus, dass wenn der Anhänger durch den TÜV ist, dass der dann auch safe ist. Mhm. Und ich habe das tatsächlich schon erlebt, dass ein Hänger, der gerade frisch durch den TÜV war, die Bodenplatte zum Teil schon große ja. Löcher hatte. Ja, sehr wo, gefährlich. Ja. Mhm. Und das finde ich wirklich auch krass. Also, dass man auch wirklich, wenn man sich einen Hänger leiht, immer mal von unten guckt oder die Bodenmatte mhm. einmal anhebt, mhm. um runter zu mhm. gucken. Ist denn die Bodenplatte überhaupt noch intakt? Weil das ist ja wohl so der absolute Superalbtraum, wenn man sich vorstellt, dass während der Fahrt irgendwie, ne, das Pferd mit dem Ist Bein durchtritt. Ist ja auch schon passiert, ne? Also mir passiert. Nicht, aber ich habe schon Fälle gehört, wo das passiert ist. Ich ja. eben auch. Und, und ich habe eben auch schon einen Hänger gesehen, wo halt Löcher waren und wo ich das zum Glück vorher noch gesehen habe. Aber das ist auch, ne, und das zu wissen, dass der TÜV da gar nicht drauf achtet, sondern dass der wirklich auf andere Punkte guckt, ob irgendwie genau. die Bodenplatte funktioniert, die Elektrik funktioniert, aber sich die Bodenplatte gar nicht anguckt. Und das war für mich halt auch eine ganz. Mhm. Ja. Also ich habe das bei meinem alten Anhänger, wenn der in die Werkstatt ging, habe ich das dazu gesagt. Ja? Sage ich, ich wünsche, dass ihr diese Bodenplatte kontrolliert und bei Bedarf ist die bitte auszutauschen. Ja? Aber dass das nicht automatisch mitgemacht wird, das fand ja, ich. Ja, das wissen die Leute nicht. Ja. Ja? Weil die verlassen sich dann drauf, wenn der Anhänger das Pickel bekommt, dass du wieder quasi ein Jahr Ruhe hast und fahren ja. kannst. Ja. Ja, krasse Nummer. Ja, da ist, sind viele Dinge, die man eigentlich selber kontrollieren muss eben. Ne? So auch die Rampe. Ja? Weil die genau. Rampe besteht ja auch aus so Siebdruckplatten-ähnlichen Material, ne? Wo dann der Gummi drüber gemacht ist. Und das kann mit der Zeit genauso porös werden. Mhm. Ja? Ich habe letztens beim Verladen wo geholfen und da hat die Rampe, da war der Gummi schon, so große Flecken haben schon gefehlt und also war auch nicht mehr das neueste Modell. Ja. Also für mich ist das schon ein bisschen gruselig, weil man oft denkt, die Leute schauen den nicht durch. Ne? Die nehmen den schon, funktioniert die Bremslichter, die Blinker etc. und dann geht's schon los. Ja. Mhm. Ja, also da muss man echt drauf achten. Okay, fällt dir da sonst noch etwas zu ein, worauf wir beim Hänger achten sollten. Natürlich, ob die Elektrik geht, klar, logisch. Ja, was noch ein wichtiger Punkt ist, sollte man durchschauen, egal ob man jetzt ausborgt oder ob es der eigene Hänger ist. Es gibt außen, das haben wir jetzt beim Thema, ja, wenn jetzt ein Pferd zum Beispiel auf der Fahrt über die Stange springt, ja. Ja, genau. Kann man das außen lösen. Mhm, ja? Und gut wäre, wenn jeder, der einen Hänger hat, also selber fährt oder eben einen ausbaut, dass er den halt ein paar Stunden vorher vielleicht holt. Ne? Man schaut, ob das, man kann das eigentlich mit der Hand aufmachen oder mit irgendeinem längeren Eisenstück, Schraubenzieher, keine Ahnung, ja, dass man den reinsteckt und dann aufmacht. Ja? So ein genau, Ring, da ist dieser Ring, dann, genau. Und ob das einfach zu lösen ist, ja, weil wenn sowas passiert, dann, und das ist angerostet und das, man verliert Zeit, ja, und man hat dann eh Stresspegel pur und da ist gut, wenn man weiß, okay, das läuft alles, ja. Und ich kann das leicht lösen, ja, das soll, und vielleicht sollte jeder mal seinen Anhänger zerlegen und wieder mal zusammenbauen und schauen, ob alles noch
gut sich wieder zusammensetzen lässt. Weil ich habe es bei meinen Hängen einmal, ich weiß nicht, hat sich ein Pferd einmal zu sehr gebogen oder so, und dann sind die Stangen waren ein bisschen schwieriger zum Einhängen. Ja, weil das normal nimmst du die Stange und die fällt ganz locker in diese Vorrichtung. Und da war es auch ein bisschen, dass ich ein bisschen Schmalz gebraucht habe. Ja. Also das sollte man ein bisschen durchschauen. Was ich auch oft gehört habe, dass Pferde lieber in Anhängern stehen, wo sie sich schräg hinstellen können. Hast du da schon mit Erfahrung gemacht? Ich höre das auch immer wieder. Ich habe es noch nicht ausprobiert, weil es ist, wenn du, das ist meistens dann ein Dreier- oder Vierer-Anhänger und da brauchst du schon ganz schönes Zugfahrzeug, ne? Wenn du den Hänger nimmst und vier Pferde drauf ladest. Also ich habe mir das technisch noch nicht angeguckt, ja, wie Ich habe da auch noch keine was Erfahrung mit, aber das Anhänger ist das, laden. was ich schon öfter gehört habe, ne? Dass die da Ja. sich wohler drin fühlen. Aber wie gesagt, Erfahrung Es ist habe ich auch halt noch nicht. das, ich glaube, es ist vom Balancegefühl oder Körpergefühl für die Pferde macht es einen Unterschied, ne? Weil sie mit ihrer Lenkseite so bremsen und so und die Kurven vielleicht ausgleichen, ja? Als wie wenn die gerade jetzt am Hänger stehen. Ja. Ja, aber ich fahre so vorsichtig mit denen, dass die gar nicht da hinten rumrumsen müssen. Ich weiß noch, Ja. als ich noch ganz, ganz jung und naiv in die Pferdewelt so gestapft bin, da hatte ich von einem Friesenzüchter den Rat bekommen, sobald das Pferd auf dem Hänger ist, soll ich richtig krass fahren. Also, ne, richtig rein Gaskurve, ne, damit die so beschäftigt sind mit Ausbalancieren, dass die überhaupt nicht auf Nein. irgendwelche Quatschgedanken kamen. Das fühlte sich für mich nicht nach einem guten Ratschlag an und ich habe den auch nie gemacht. Ich fahre Ja. auf Pferden wirklich wie mit rohen Eiern. Genau. Also wie kommt man denn bitte auf so einen Vorschlag? Also sowas, ne? Boah. Das geht gar nicht. Nein, wie schrecklich, Nein. die armen Das ist Tiere, richtig ey. schrecklich. Ja, kein Wunder, wenn die dann nicht mehr einsteigen wollen und sagen, da gehe ich nie wieder rein. Ne? Also Ja. das fand ich auch wirklich auch damals schon einen sehr, sehr rücksichtslosen Rat, der mir da gegeben wurde. Aber Ja. sowas hat man halt, ne? Solche Ratschläge kriegst du halt, ne? Das ist echt krass. Ja, aber es ist ja traurig, ne? Weil du hast ihn nicht ausgeführt, aber es gibt wahrscheinlich Leute, die befolgen das dann brav, ne? Weil sie keine Ahnung haben und traumatisieren ihre Pferde dadurch.